Hallo Leute, es ist soweit, meine Top-Spiele von 2018. Ja, warum so spät? Ganz einfach, der Kanal hat jetzt bald Geburtstag und zwar am 26.02. Und genau davor habe ich mir überlegt, ey, ich mache nochmal so eine Top-Liste und präsentiere euch Spiele, die mir 2018 so viel Spaß gemacht haben oder besonders coole Mechanismen haben oder ein tolles Artwork haben. Oder. Ich werde dann immer sagen, warum und weshalb und was ich so da erlebt habe mit diesen Spielen. Hab die ausgewählt nach vielen Kriterien, also auch nach dem Preis natürlich und so weiter. Aber am meisten natürlich, wie mir das Artwork, das Material und der Spielfluss, die Spielmechanik gefallen haben. Das ist alles damit reingeflossen. Da habe ich mir wirklich viel Gedanken gemacht, habe immer wieder die Liste ausgestrichen, wieder reingestrichen, wieder Punkte vergeben und so weiter. Ja, und das sind nun 12 Spiele an der Zahl, die hier jetzt die Top-Liste, also meine Top-Liste, im Grunde krönen von 2018. Aber ich kann und will eigentlich auch nicht diese Spiele so teilen. Also ich kann euch nicht sagen, welches mein Lieblingsspiel ist, weil das gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Liegt einfach daran, dass mich ein Spiel begeistert. Also mich kann jedes Spiel begeistern und trotzdem, also so ein taktisches Spiel würde bei mir einen Vorrang haben vor den Partyspielen, aber mit den Partyspielen kann man so viel Spaß haben, was ich auch wieder so gut finde. Und deswegen habe ich entschieden, dass es immer zwei Plätze gibt. Also wir fangen jetzt im Grunde mit Platz Nummer 6 für zwei Spiele an. Und ihr werdet gleich merken, wenn ich lüfte, welche da auf Platz 6 sind, die können unterschiedlicher nicht sein, die Spiele. Und genau deshalb merkt man auch, man kann dann nicht einfach sagen, oh, das gefällt mir besser als das. Natürlich kann man das sagen, aber ich eigentlich nicht. Ja, macht euch selbst einen Kopf. Ihr könnt ja selbst nochmal eine Liste erstellen. Also 12 Spiele sind's. Und jetzt könnt ihr entscheiden, welcher der 12. oder der 11. Platz in eurem Ranking wäre. Würde mich natürlich interessieren, was hier höher oder niedriger bei euch geht. So, aber zu viel gequatscht, jetzt geht's ans Lüften. Platz Nummer 6. Ja, das erste Spiel, Platz Nummer 6, ist Quacksalber von Quedlinburg. Und Quacksalber von Quedlinburg ist ein richtig geniales Spiel, kann ich euch sagen. Mir gefällt's wirklich richtig gut. Liegt einfach daran, man hat halt seinen eigenen kleinen Beutel, den man im Spiel befüllt mit weiteren Markern und daraus zieht man so lange Marker, bis man irgendwann sagt, stopp, das reicht mir, denn ich möchte 7, also maximal 7 Knallerbsen kann ich rausziehen. Einen 8. dann explodiert der Kessel. Und genau das finde ich an der, die Mechanik ist genial. Ich liebe das, aus dem Beutel einen rauszuholen und mich zu erfreuen daran, einen Schritt weiterzukommen oder vielleicht auch 3 Schritte weiterzukommen. Im Laufe des Spiels kann man dann halt dadurch, weil man so weit gekommen ist im Kessel, dann einkaufen und Siegpunkte generieren. Die Siegpunkte sind natürlich cool und wichtig, aber das Einkaufen macht dann noch mehr Spaß, denn dann kann man sich neue Zutaten zulegen. Die kommen alle in diesen Beutel, dann wird wieder schön gemischt und es werden wieder die Sachen rausgezogen. Und das ist ein richtig cooles Prinzip. Und ich kann einfach nur sagen, Quacksalber von Quedlinburg für 4 Leute, für etwa 45 Minuten geht das Ganze. Ja, ist einfach echt ein sehr cooles, geniales Spiel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt auch familientauglich. Also es ist jetzt nicht so extrem von den Regeln, dass man das nicht ganz verstehen kann, sondern dass man einfach spielen kann, Spaß haben kann und noch eine Partie spielen kann, wenn man dann Lust hat. Zu dem zweiten Platz, Nummer 6, Aristea. Ja, und Aristea ist wirklich ein ganz anderes Spiel, denn es ist ein sehr taktisches Zwei-Personen-Spiel, das natürlich vom Preis her hier ganz schön reinhaut. Mit etwa 50 Euro muss man schon rechnen. Hat schon kleinen, fiesen Beigeschmack. Dazu gibt es aber auch Plastikminiaturen, die mir echt wirklich richtig viel Freude machen. Sie sind nicht wahnsinnig perfekt gegossen, aber sie sind gut gegossen. Sie machen Spaß. Anmaltechnisch hat man da eine ganze Menge zu tun, denn sie haben einen guten Detailgrad, der aber jetzt nicht so extrem ist wie andere Brettspiele oder Tabletops.
Zu dem Spiel, was mir hier besonders gut gefällt, warum es auch in den Top-Listen überhaupt erscheint, liegt einfach daran. Man hat eine Gruppierung, man hat Figuren und die spielt man nun aus. Aber es ist ein Sportspiel. Nun gibt es ganz viele Sportspiele, die darauf basieren, den Ball ins Feld zu werfen, ins Tor und den anderen niederzuschlagen, damit man den Ball haben kann. Das war immer so ein bisschen so eine Mechanik, die mich auch gestört hat, denn dieses Niederknüppeln läuft immer darauf hinaus. Man hat eine Gruppe, die ist extremst heftig und prügelt den anderen nieder und der andere muss schneller sein, damit er wegkommt und die Punkte macht. Voll doof. Hier bei Aristea gibt es gar keinen Ball. Es geht darum, in den einzelnen Sektionen, die ich glaube 1 bis 6 sind, irgendwann, also im Laufe des Spiels am Anfang, wird zum Beispiel eine Sektion davon gewählt, ausgewählt, zufällig. Und dann ist es auf einmal die 3, wo man die Punkte kassiert bei der Runde. Und nun müssen alle Spieler versuchen, in die 3 reinzukommen. Und natürlich gibt es Karten, wo man jemanden schubsen kann oder natürlich auch töten. Also man kann auch versuchen, auf ihn zu schießen oder mit einem Energiestrahl oder ihn wegzuboxen. Das gibt es natürlich auch. Aber entweder schubst man einen ein Feld weg. Und er ist nicht mehr in diesem Zentrum und ist dann vielleicht auch nicht mehr dran. Oder man haut ihn um und er kommt auf die Ersatzbank, weil er erstmal geheilt werden muss. Dann taucht er aber im Spiel wieder auf. Und diese Mechanik, die gefällt mir bei diesem Sportspiel so gut, ja, dass Aristea auf jeden Fall auf dem 6. Platz bringt. Ja, ihr habt gesehen, 6. Platz teilen sich zwei wirklich richtig gute Spiele. Zu Aristea ist gesagt, da gibt es echt noch eine Menge Erweiterungen, die dann jetzt, also die man auch schon kaufen kann, die sind auch auf Deutsch und so weiter, aber da kommt noch eine Menge mehr, denke ich. Und da ist es halt wirklich cool, man hat dann irgendwann seine Auslage von 15 Figuren und dann fängt einer an, eine Figur zu wählen, der andere die andere Figur und so weiter. So wechselt man sich ab, stellt sich sein eigenes Team zusammen, ohne groß auf Punkte oder sonst was zu achten. Und dann kann man schon, ja, loslegen. Bei Quacksalber von Quedlinburg, da kommt auch eine Erweiterung, und zwar die Fünf-Spieler-Variante und noch ein paar Zauberbücher und so weiter, was das ganze Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter macht und ja, flexibler, spaßiger. Also, ihr seht, der 6. Platz teilen sich zwei wirklich außergewöhnliche Spiele, die es auch verdient haben, in eine Top-Liste zu kommen. Jetzt seht ihr dann gleich die Top 5. Ja, die Top 5 in diesem Fall sind echt wieder super unterschiedlich. Wir haben ein etwas, ja, eine kleinere Box und eine größere Box, aber was sich darunter versteckt, zeige ich euch natürlich jetzt. Tada! Top Nummer 5, Architekten des Westfrankenreichs. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es nur einmal gespielt und mich hat es sofort abgeholt. Wir waren eine wirklich große Gruppe, 5 Leute haben am Tisch gesessen und wir haben gespielt, gespielt, gespielt. Es hat wirklich lange gedauert, denn die Regeln bei Architekten ist nicht so, also ich sag mal, sind schon prinzipiell einfach, aber es gibt so viel zu tun auf dem Plan. Und was ich hierbei besonders gut finde, in den meisten Aufbauspielen hat man halt das Problem, dass man, sage ich mal, jetzt den Süden bereisen darf, den Norden auch, den Westen auch, aber im Osten hat man zwei Gebiete rausgenommen, die man erst dann bereisen kann und was machen kann, wenn man denn alle anderen bereist hat, was gekauft hat und geproduziert hat und so weiter. Und das ist hier nicht. Architekten des Westfrankreichs ist einfach der komplette Spielplan offen und man darf überall reingehen und man darf jede Aktion machen und das macht das Spiel so komplex und sowas von wow, dass ich echt das richtig cool finde. Man hat sein Tableau, man muss seine Arbeiter super einsetzen, man muss drüber nachdenken, was der andere macht. Kann man selbst gefangen genommen werden? Muss man die wieder rein rauskaufen und so weiter? Und deswegen ist eins, ja, in den Top 5 Architekten des Westfrankenreichs, denn das Artwork gefällt mir und das Spielmaterial ist genial. Wir haben es beim Kickstarter gebackt und ja, sind auch froh, dass wir es hier haben. Ja, auch auf Platz 5 teilen sich ja wieder zwei und hier kommt ein ganz anderes Spielsetting zustande, nennen Neuroshima Hex 3.0. Haben wir auf der Berlin-Con 2018 mitgenommen.
Und von Portal Games Deutschland, damals, gibt es immer noch, glaube ich. Aber da haben wir es mitbekommen und ja, ich bin echt, also so was Schach angeht, was Zwei-Personen-Spiele angeht, was Strategien angeht, bin ich ja echt so einer, der liebt diese Spiele extrem. Hier kommt ein Spiel, was noch viel, viel besser ist, denn man kann es zu zweit spielen, man kann es zu dritt spielen, man kann es zu viert spielen, man kann es zu fünft spielen und man kann es zu sechst spielen. Und das Spielfeld zu vier, also von zwei bis vier Spielern, ist nicht größer als so. Und dann wird noch mal einmal ja so eine Reihe aufgemacht von Hexagonfelder und das Spielfeld ist ungefähr so groß für sechs Spieler, die so eine taktischen ja Ideen haben müssen, um überhaupt ihre Plättchen zu platzieren und dann Kämpfe auslösen zu können. Ja, eins der besten Strategiespiele, die ich je gespielt habe. Wir haben auch die drei Erweiterungen auf Deutsch gekauft. Die habe ich mittlerweile auch gespielt. Und ganz ehrlich, es ist ein Spiel, das Kopfzerbrechen mit in die Packung packt. Denn jede Aktion, die man hat, kann fatal sein. Man hat drei Plättchen, die man nimmt. Dann darf man zwei ausspielen. Eins muss man wegschmeißen von diesen. Und da fängt es schon an. Dann hat man vielleicht einen Scharfschützen dabei, den man gut gebrauchen kann, braucht aber die anderen, die das HQ bewachen. Und ja, dann muss man sich schon entscheiden. Und genau das macht das Spiel halt auch richtig wertvoll, denn selbst wenn man zu dritt spielt, greift man das HQ des Gegners an. Und das HQ kann nicht kaputt gehen, aber man selber generiert dadurch Siegpunkte. Das ist eine Variante. Es gibt noch mehr Varianten, die gespielt werden können. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wer so ein Setting im Sci-Fi-Setting liebt oder mag auch, ja, also auch die, die es mögen, und ein wirkliches Strategiespiel haben will, denn die Hexagonfelder sind hier ausschlaggebend, was viele Spiele nicht machen. Hier werden sie sehr berücksichtigt, denn man kann nicht in jede Richtung schießen, man muss sich auch drehen und so weiter. Und das wird hier alles mit reingepackt. Also von meiner Seite aus eins der besten Strategiespiele, die ich je gespielt habe. Und ein Appell an euch, wenn ihr sowas mögt, so ein Strategiespiel, probiert's aus, kauft es euch, habt Spaß dabei. Ich weiß, die Packungen sind sehr unterschiedlich und der Preis auch. Ich glaube, das Naorishima Hex kommt mit 35 bis 40 Euro ungefähr. Kommt immer darauf an, wo man es kauft. Ist aber trotzdem gleich mit vier Völkern ausgestattet. Bedeutet, man kann gleich zu zweit bis vier Spieler reingehen und eine Partie spielen und noch eine Partie und noch eine Partie. Das Ganze kommt hier, glaube ich, ab 8 Jahren daher. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, nein. Denn es ist ein wirklich extremes Strategiespiel. Ich würde wirklich vorschlagen, hier ab 10 erst jemanden heranführen zu können. Denn man muss wirklich umdenken, was der andere machen kann, was man selber machen kann, ob die nächsten Züge, wie die ablaufen müssen, damit man gewinnt. Also von daher das einzige Manko. Und wer gesehen hat, ich habe es ja rezensiert, das kleinste Manko oder das Manko, was mich nervt, ist halt, man hat ein Kartendeck wie beim Schach. Man kann die aufbauen und dann kann man die spielen gegeneinander und das funktioniert hier nicht. Ich weiß nicht, wer das hier gemacht hat, aber da sind viele Plättchen, die einfach gar nicht in der Fraktion so häufig vorkommen. Das haben sie hier leider nicht ganz so gut hingekriegt. Aber ansonsten ist das Spiel ein grandioses Spiel. Ja, zu Westfrankenreich ist auch nochmal zu sagen, man hat wirklich eine ganze Menge Material drin und alles natürlich wieder aus Holz. Ja, und hier macht der Schwerkraftverlag natürlich alles richtig. Wer also ein schönes Aufbaustrategiespiel haben will, der sollte hier definitiv zugreifen. Platz Nummer 4. Wieder zwei, die, wie schon so häufig, nicht zusammenpassen. Ja, und eine ganz kleine Box und eine ganz große Box. Ja, Platz Nummer 4. Ein wirklich kleines, aber sehr cooles und feines Spiel. Die Rede ist von Exploding Kittens, was, ja, ich kann darüber so viel reden, denn jedes Mal, wenn wir es auf den Tisch packen, geht die Post ab. Also beim letzten Mal war es wirklich genial. Ich hatte vier
Platz 4-4. Passt. Vier Entschärfungen auf der Hand und meine Gegenspielerin eine Entschärfung. Und ich habe verloren. Und das macht das Spiel richtig, richtig spielbar. Finde ich in einem. Also, weil selbst wenn man die besten Voraussetzungen hat, kann man trotzdem verlieren. Wie funktioniert das ganze Spiel? Ganz einfach, man hat Karten auf der Hand, man muss immer eine Karte ziehen und in diesem Zugstapel ab, da sind Karten reingemischt, die sozusagen explodieren können. Die sind schwarz und wenn man nun diese Karte zieht, dann macht's Puff. Außer man hat eine grüne Entschärfungskarte auf der Hand. Dann kann man das Ganze umgehen, man kann die, muss die Entschärfungskarte ablegen und kann nun seine Exploding Kittens Karte irgendwo in den Stapel reinlegen. Natürlich so, dass das die anderen nicht sehen, also unter dem Tisch zum Beispiel, dann packt man es oben rauf, oder also als nächste zum Beispiel oder als übernächste, weil man weiß, dass der nächste dran ist und dann packt man ihn hin. Und nun hat man Fähigkeiten bei den Karten, zum Beispiel den Blick in die Zukunft, dass man die ersten drei Karten sich angucken kann. Oder man hat einen Hops, da muss man keine Karte ziehen. Oder man hat einen Angriff, da muss der andere zwei Karten ziehen. Und so weiter und so weiter. Und dieses Spiel ist einfach genial für Spieler, die eigentlich auch gar nicht so spielen. Aber natürlich auch für Spieler, die gerne spielen und einen Starter brauchen. Denn es macht einfach Spaß, es geht schnell von der Hand und hat man zwei Boxen, können sogar bis zu 7 Leute mitspielen. Das Ganze ist hier ab 7 Jahre und für 2 bis 5 Spieler finde ich sehr genial. Kommen wir zum zweiten, vierten Platz und zwar die Würfelsiedler. Wieder vom Schwerkraft Verlag, liegt wahrscheinlich daran, dass wir echt krasse Schwerkraft-Fans sind, liegt aber auch an den Spielen, denn die sind einfach sehr hochwertig immer gemacht und sehr taktisch. Also was mir wirklich mal sehr gut gefällt. Und bei dem Würfelsiedler habe ich wirklich lange überlegt, ob wir uns das überhaupt zulegen, denn ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Das Artwork ist cool, aber sieht auch eigentlich süß aus. Und die Würfel dazu, die bedruckt sind, sehen noch viel niedlicher aus. Also mit einem Hut oder einer Laterne drauf und ich wusste nicht so richtig, passt es oder nicht. Dann haben wir es ausgepackt, wir haben eine Runde gespielt und ich dachte mir so, oh mein Gott, was für ein krasses Spiel ist das denn? Also sehr taktisch, wirklich. Wir haben es dann, ich weiß nicht, 2, 3 Wochen später dann noch mit anderen Leuten habe ich es nochmal eine Runde gespielt und dachte mir so, what? Also es ist einfach ein Spiel. Wenn ihr euch das kauft, braucht ihr kein anderes Spiel mehr, weil es so viele Möglichkeiten gibt, das Spiel zu spielen. Es gibt nochmal Missionskarten, die man auch erfolgreich bewältigen will. Und das ganze Spiel kommt hier, glaube ich, mit etwa 50 € daher. Aber es lohnt sich sowas von. Also ich bin mir nicht sicher, 45, 50, irgendwie sowas in dem Dreh sind ja meistens die Spiele, die auch so eine große Packung haben. Aber es lohnt sich wirklich. Also ich habe auch bis jetzt noch keinen gefunden, der die Würfelsiedler nicht mag. Also da ist es auch wieder so, man hat einen Beutel, man hat die Würfel da drin. Dann kann man so und so viel Würfel, entsprechend wie man gespielt hat, Würfel ziehen. Die würfelt man und dann schaut man die Ergebnisse, also diese Symbole, die man dann verwenden kann, um wieder neue Sachen zu machen. Und die Hexagonfelder sind jetzt hier nicht ausschlaggebend, außer für die entsprechenden weiteren Anbau-Hexagon-Plättchen. Und das ist schon ein kleiner strategischer Punkt, der damit reinläuft. Aber ansonsten muss ich einfach sagen, die Würfelsiedler hat mein Herz einfach berührt und ich kann es mir auch nicht mehr aus meinem Regal wegdenken. Ja, ihr seht, die beiden Spiele sind halt extrem anders, liegt aber auch wirklich daran, dass ich hier eine Menge Spaß und Lacher hatte. Dass ich einfach das nicht vergessen kann, wie gut dieses Spiel ist, obwohl es so simpel ist, aber vielleicht genau deswegen, weil es so simpel ist. Und hier bei die Würfelsiedler, ja, es hat mich einfach sowas von überrascht, dass man mit bedruckten Würfeln, einem Beutel, so viel strategische, ja, Packung hat, die eigentlich auf einer einsamen Insel das Spiel der Spiele wäre. Ja.
Ihr seht, beides ist wirklich total unterschiedlich, vom Preis natürlich auch. Ich glaube jetzt gerade, also ich habe Exploding Kittens für meine Praktikantin besorgt und das war so um die 15 Euro. Ich glaube, jetzt ist wieder ein bisschen gestiegen, aber da merkt man schon, Kartenstapel gegen so eine Riesenpackung ist natürlich ein krasser Unterschied. Und Würfelsiedler ist halt auch nur für 4 Spieler, ne? Also irgendwann ist es begrenzt, macht aber dadurch auch eine Menge Spaß und dauert halt auch 90 Minuten. Genau. Kommen wir zu den dritten Plätzen. Auch lustig. Dritter Platz. Geteiltes. Nein, das wäre ein falscher Spruch. Also, erstes Spiel, zweites Spiel vor den dritten Plätzen, die mir wirklich richtig gut gefallen und die ich, sage ich mal, fast jeden Tag spielen könnte. Die Rede ist halt, und das ist ganz klar in meiner Liste, Platz Nummer 3, Roleplayer. Liegt einfach daran, es ist ein Spiel, das Strategie auf jeden Fall drin hat, aber auch eine gewisse entspannte Atmosphäre bietet. Also man spielt so ein bisschen vor sich hin und gleichzeitig muss man auch mit dem Gegenüber spielen, weil man muss ja gucken, was der macht. Ganz einfaches Prinzip eigentlich, man hat wieder einen, genau, Beutel. Da kommen nun alle Würfel rein und dann guckt man einfach spielerabhängig, wie viel Leute mitmachen. Natürlich, hier ist 1 bis 4 Spieler, also man kann es auch alleine spielen, was ich noch nicht probiert habe. Aber dann nimmt man die entsprechenden Würfel raus, immer plus einen. Dann würfelt man die Würfel und legt sie auf den Markt sozusagen, wo man halt Sachen kaufen kann, wie Rüstungen, Fertigkeiten, Schwerter und so weiter und so weiter. Habe ich auch rezensiert, weil mir es so viel Spaß macht und ja. Das können dann die entsprechenden Farben der Würfel, man darf ja nur einen nehmen, mit kombiniert mit seinen, ja, seinen, also man hat so Aufträge, wo die Würfel, die farblichen Würfel hin müssen, mit dem, ja, den Attributen, die man erreichen muss, zum Beispiel Konstitution 16. Und man hat 3 Würfel in der Konstitution, da muss man halt 16 erreichen. Und da muss man schon wirklich überlegen, welchen Würfel nehme ich, damit ich den da reinpacken kann, damit das passt. Und jetzt kommt es nochmal oben drauf. Wenn man es gemacht hat, kann man eine Aktion von dieser Spalte im Grunde dann nutzen. Also die Konstitutionsspalte macht nur das, dass man zum Beispiel, ich weiß es aber nicht mehr genau, einen Würfel werfen darf. Nun würfelt man dann den Würfel neu, den man selber zum Beispiel hat, und dadurch nimmt es so viel Fahrt auf dieses Spiel, dass ich einfach nur sagen kann, Roleplayer ist cool. Vor allem als alter Rollenspielspieler, der fast immer nur Spielleiter war, macht mir das einfach echt Spaß, so einen Charakter zu erschaffen. Und es hat trotzdem eine Geschichte. Und wie cool ist das? Man spielt, glaube ich, ja, 60 bis 90 Minuten und hat eine Story dabei und buddelt so vor sich rum, um das beste Ergebnis hinzubekommen. Alles richtig gemacht. Übrigens von Pegasus Spiele natürlich. Ja, aber wieder eine kleine Box. Warum? Ja, weil ich es cool finde. Nein, also doch, ich finde das Spiel wahnsinnig genial. Hier kommt wieder eine kleine Box, die so simpel ist, dass sie nicht das Rad neu erfindet. Aber eine, wie soll ich sagen, ein mich immer wieder begeistert. Vor allem, weil wir häufig mal auch wieder neue Leute dabei haben und die man noch nicht kennt. Und da macht Serial Killer richtig Spaß. Denn die wissen auch nicht so richtig, was abgeht. Ganz einfaches Prinzip, man hat eine Karte auf der Hand, die bekommt man ausgeteilt und nun schaut man sich die Karte an und dann weiß man, was man ist. Entweder man ist ein Passant, dann hat man eigentlich nichts zu tun, oder man ist der Polizist, dann muss man beobachten, wer getötet wird und herausfinden, wer der Killer ist. Und der Killer, und der muss nun versuchen, Passanten zu töten, nicht den Polizisten. Und das kann er nur machen, indem er irgendwelche Aktion macht und den
gegenüber oder rechts von einem oder links von einem oder wie auch immer berührt oder zwinkert und der dann sagt, ah, ich bin raus. Dann dreht er die Karte um, dann sieht man, dass der Passant getötet wurde und diese Art von Spiel macht mir wirklich viel Spaß. Vor allem so eine kleine Box, ich weiß nicht mal mehr, wie teuer die war, also tut mir leid, kann ich nicht sagen. Kommt hier aber 5 bis 50 Spieler können damit machen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit 50 Spielern, weil man sich ja meistens irgendwie gegenüber sitzt. Aber wir haben schon die Idee gehabt, dass wir das hier mal auf der Hochzeit spielen. Jeder kriegt gleich am Eingang eine Karte in die Hand und dann werden die Passanten umgebracht, bis der Polizist den Killer gefunden hat oder der Killer alle Passanten umgebracht hat. Ja, ob es bei der Hochzeit passend ist, weiß ich nicht. Aber wir hatten auch die zweite Idee, dass wir das Spiel spielen, während wir ein anderes Spiel spielen. Also vielleicht, wenn wir Roleplayer spielen, spielen wir das. Ach nein, das geht ja gar nicht. Man muss ja wenigstens 5 sein. Wie gesagt, Serial Killer ist ein richtig cooles Spiel, auch wenn ich weiß, das Setting an sich nicht wirklich cool ist. Aber es ist nun mal in mein Top 3 und ja, vielleicht spielen wir es mal zusammen, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie cool es eigentlich ist. Ist übrigens von der Wiesebox. Wiesebox. Ja, wer da nochmal eine Frage hat, also ist ein koreanischer Verlag, glaube ich, oder irgendwie so, oder ein japanischer, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir auf der Spielemesse Essen 2018 entdeckt und waren auch sehr schwer begeistert, weil die Jungs auch wirklich sehr, sehr, sehr lustig und sympathisch waren. Genau. Ja, genau. Viel mehr ist zu Serial Killer eigentlich nicht zu sagen. Also man hat natürlich, und das ist halt wichtig, auch noch viele verschiedene Charaktere, die man dann spielen kann. Zum Beispiel den Bombenleger oder ich weiß gar nicht mehr, was es noch alles war. Den Sumo-Ringer, dem man dann halt zweimal ein Zeichen geben muss, bevor er stirbt. Was halt auch sehr interessant ist. Und deswegen ist es ein Spiel, was auf jeden Fall niemals mein Regal verlässt. Ja, und zu Roleplayer kann ich euch eins sagen: Es gibt von Pegasus Verlag bald die Erweiterung dazu, wo man, jetzt lass mich nicht überlegen, also 5 Spieler auf jeden Fall, das habe ich gelesen, und irgendwie kämpft man, kann man noch gegen irgendwelche Untergebenen kämpfen, irgendwelche Abgebrochenen, keine Ahnung was, und Informationen sammeln, um dann gegen ein Monster zu kämpfen. Ja. Das ist so der Kontext, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Ganz kann ich es euch nicht sagen. Da werden wir mal schauen, wenn es dann rauskommt, werden wir es mit Sicherheit auch kaufen. Ja, das waren die Plätze 3. Kommen wir zu den Plätzen 2. Zu Platz 2 zu sagen, beide kosten etwa gleich viel. Ja, und wo wir sie gefunden haben, ist echt ganz anders. Das Spiel. Das haben wir auf der Spielemesse Essen 2018 mitgenommen. Und das Spiel kann ich euch nicht mehr sagen. Ich zeig's euch. Platz 2. Ja, Nightfold von Warhammer. Warum ist es so gut? Weil sie alles miteinander verbinden. Games Workshop geht hier ins Rennen mit einem Spiel, das turniertauglich ist, gleichzeitig Figuren hat, die man bemalen kann, wenn man denn möchte, zusätzlich noch Karten hat und man muss sich sein eigenes Kartendeck zusammenstellen und Würfel hat. Und das ist für mich ja eigentlich schon ein Grund, ein Paradies auszurufen für ein Brettspiel, denn alle Sachen, die mir gefallen, kommen hier zusammen. Ja, und wer es schon gesehen hat, wir versuchen ja einmal im Monat eine Runde Nightfall zu spielen oder wahrscheinlich dann meistens zwei oder drei. Aber wirklich, Nightfall hat das Potenzial auch richtig cool zu sein und es kommen immer wieder kleinere Banden dazu, die das ganze Spiel natürlich innovativer machen und da ist natürlich auch der Trick drin. Da kommen wieder neue Karten, die halt auch für andere Rassen, ja,
zuständig sind, wo man die nochmal reinpacken kann und so weiter. Was ich sehr gut finde, ist, man kann sein Kartendeck unendlich groß machen an sich. Also man kann auch 50 Karten nehmen, aber die Frage ist, ob man überhaupt diese Karten dann auf die Hand bekommt. Denn nach 3 Runden ist das Spiel vorbei. Und 3 Runden sind echt kurz. Aber deswegen ist es auch so gut. Man spielt nicht 3 Stunden an einem Spiel. Nach einer Dreiviertelstunde, Stunde ist das Spiel durch. Man kann es dann halt auch nicht nur zu zweit spielen, was aber eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel ist. Aber dann kann man halt gleich wieder eine neue Partie spielen. Man kann es aber auch zu dritt oder zu viert spielen. Und wir haben die Überlegung, vielleicht das Ganze zu sechst mal zu spielen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Denn in Teams zu spielen und die Siegpunkte zu erringen, das glaube ich, wäre ein Spiel, ein episches Spiel sogar wert. Vielleicht könnte man das da mal live übertragen. Wer weiß. Kommen wir nun zu Platz 2, der genauso krass und cool ist. Warum? Weil wir mit Klong so viel erlebt haben. Es ist vom Schwerkraft Verlag, aber nicht aber. Wahrscheinlich deswegen? Nein, auch nicht. Klong macht einfach so viel Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, umso mehr Klong ich spiele, umso verwegener werden meine Pläne und was ich machen kann und wo ich noch Karten holen kann und vielleicht doch noch eine Runde unten drin bleiben. Ja, es hat so seine Knackpunkte, seine Macken, die ich echt ein bisschen anstrengend finde. Also zum Beispiel, ganz einfaches, was ich nicht mag, ist eigentlich, dass man nach oben kommt als Erster und nur 20 Punkte bekommt. Schade, schade. Hätte ich doch vielleicht genauso wie mit den Kronen gesehen, denn die Krone zum Beispiel, die erste, die man kauft, für 7 Goldstücke sind 10 Siegpunkte wert, die andere 9 und 8 oder 7. Und das wird natürlich immer geringer und finde ich echt super. Bei den Meister-Deep-Chips, ich glaube, so heißen die, da bekommt man dann jeder, der oben rauskommt, 20 Siegpunkte. Und das finde ich ein bisschen. Vielleicht hätte man da auch 30, 20, 10 machen sollen. Ich weiß es nicht. Oder 40, 30, 20. Keine Ahnung. Denn häufig ist es so, dass die Punkte gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja, aber warum finde ich es denn eigentlich gut? Weil es echt Spaß macht. Es hat nämlich wieder einen, ja, einen Beutel. Und in diesem Beutel sind nun, und ach ja, zu dem Beutel gesagt, der ist richtig schön. Also der ist wirklich ein tolles Material. Er ist nicht billig gemacht, sondern wirklich sehr, sehr gute Qualität. Da ist dann sogar noch ein Drache drauf gedruckt oder drauf gestickt oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber das ist, fühlt sich sehr genial an. Und man packt dann alle schwarzen Steine von dem Drachen da rein. Und jedes Mal, wenn man Klong macht, packt man ihn erstmal auf den Plan. Und irgendwann kommen die Steine da mit da rein. Dann schüttelt man. Dieses Geräusch des Schüttelns hätte ich euch hier zeigen sollen. Denn es macht so viel Spaß, allein dieses Geräusch zu hören. Dann holt man die raus, die Steine, und freut sich, wenn der andere, ja, Schadenspunkte bekommt. Und ganz ehrlich, ich habe schon viele Leute damit, mit diesem Spiel begeistern können. Selbst in meiner, ja, bei meiner Arbeit mit den Jugendlichen hat meine Praktikantin auch richtig große Gefallen an Klong gefunden. Und jedes Mal, wenn sie gesagt hat, so, oh, ja, wir wollen was spielen, sagen die Kindermeister, dann sagen wir, ja, was möchtest du denn spielen? Und das hat sie auch getan. Und da war aber nicht die Rede von Klong von den Jugendlichen. Und sie so, ja, aber warum spielen wir nicht eine Runde Klong? Weil sie so viel Lust drauf hatte. Also von daher, Klong macht alles richtig, was drin sein kann. Man kann es verbessern, natürlich. Ist, glaube ich, aber das ist bei jedem Spiel so. Für mich ist Klong aber eins der Spiele, die mir am meisten Spaß einfach machen. Oder beziehungsweise auch, vielleicht nicht am meisten Spaß, aber was am meisten auch auf den Tisch kommt. Denn es dauert halt nicht lange und man spielt so vor sich hin, kann aber den anderen auch nerven und ärgern, wenn man will. Man kann dann Karten einkaufen, sein Deck halt verbessern und vergrößern oder Karten wieder rausschmeißen und so viele tolle, tolle Karten, dass der Stapel einfach riesig wird mit jeder Erweiterung, die da kommt. Deswegen ist hier auch keine Erweiterung bei, sondern ich finde das Grundset an sich schon richtig cool. Man muss nicht in meinen Augen die Erweiterung haben. Man kann sie haben, wir haben sie. Und ich finde sie auch gut. Und dadurch wird das Kartendeck halt auch größer. Aber an sich finde ich, Klong ist ein sehr, sehr schönes Vier-Personen-Spiel. Ja. Man kann es auch zu dritt spielen. Man kann es auch zu zweit spielen, was wir häufig machen. Aber
Zu viert macht's echt Laune. Dabei muss man aber auch sagen, dass die Zeit richtig krass nach oben geht. 1,5 Stunden muss man schon einrechnen. Ja, wie gesagt, bei beiden gleicher Preis, unterschiedliche Art und Weise. Hier muss man wirklich kämpfen. Hier kämpft man nur gegen einen Goblin im Verlies. Aber nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, dass sie hier ganz andere Genres auch bedienen. Also jemand, der Figuren nicht bemalen will, würde ich nur einen zweiten Blick auf Nightfall werfen lassen, denn es ist echt doof, dass dann alle Figuren im Blau zum Beispiel sind. Man muss sie unterscheiden können und ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Meine Jugendlichen wollen natürlich gleich Nightfall spielen. Ich muss erstmal die Figuren fertig anmalen. Und da ist natürlich auch viel Text, also man muss halt wirklich viel lesen. Bei Klong ist es einfach ein schönes Familienspiel, was aber auch natürlich Experten herausfordern kann. Meine Freundin hat ja auch ein Turnier gewonnen und dadurch den goldenen Drachen gewonnen. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss auch Glück haben natürlich, aber das macht auch das Spiel aus und es macht auch wirklich viel Freude, wenn man ganz vorne steht und eigentlich jetzt raus will, weil der Drache sonst einen frisst und man zieht keine Füße. Dann weiß man, irgendwo hat man einen Fehler gemacht. Ja, das sind meine zweiten Plätze. Ja, Trommelwirbel für meine ersten Plätze und die werden wieder geteilt von zwei außergewöhnlichen, super unterschiedlichen Spielen. Aber es sind keine Partyspiele. Warum nicht? Ganz einfach, ich liebe Strategiespiele und ich liebe kommunikative Spiele und ich liebe kooperative Spiele und ich liebe Partyspiele sind halt irgendwie für mich so ein Opener oder so. Und deswegen sind auf den ersten Plätzen wirklich für meine Begriffe schöne, nette, entspannte, anstrengende Strategiespiele. Platz Nummer 1. Jetzt für euch hier 2018. Chronicles of Crime, Platz 1. Warum, fragen jetzt einige. Denn ich hatte es ja schon rezensiert und da hat schon der eine oder andere geschrieben, oh, warum ist das so cool? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eins der innovativsten Spiele, die ich 2018 zu Gesicht bekommen habe. Es ist nämlich auch ein Unterschied für also gerade meinen Bezug zu meiner Arbeit. Nicht nur natürlich, aber hier habe ich den besten Vergleich. Ich kann Jugendliche daran führen mit ihrem Handy an Brettspiele und die haben so viel Spaß. Und auch Jugendliche, die sich sonst nicht so viel konzentrieren können, sind hier mit direkt am Ball. Aber es unterscheidet sich auch. Es ist nicht nur was für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und was ich da so besonders gut finde, sind halt die Fälle an sich, machen einfach Spaß, sie haben einen roten Faden und haben Charaktere dabei, die authentischer meiner Meinung nach nicht sein können. Denn sie verhalten sich total so, wie man sich's manchmal denkt und so, wie man sich das nicht denkt. Man sieht ein Bild und ordnet gleich im Kopf ein, was es für ein Typ ist oder für eine Frau. Und durch Gespräche mit der, ja, mit der App, die man halt runterlädt, die aber auch nur dann einmal runtergeladen wird und nicht extra noch was verbraucht, hat man dann wirklich Gesprächsstoff. Und das finde ich richtig genial. Ich mag das. Und dann kommt noch obendrauf, ja, die VR-Brille. Und dann schaut man schon rein und man sieht den Tatort wie in einem kleinen comic-animierten Film. Es bewegt sich aber nichts, es ist alles starr, man bewegt sich selbst. Und guckt nun in alle Richtungen und sagt den anderen Spielern, was man sieht, damit diejenigen die entsprechenden Karten rausfischen kann. Und dann kann man auch noch kommunizieren. Mit 4 Leuten ist das Spiel eigentlich ausgemacht. Ich finde, da kann man auch ein bisschen mehr. Man kann auch mit 6 spielen zum Beispiel. Und dann kann man aber seine Spezialisten anrufen. Zum Beispiel den Arzt. Und der hilft einem dann weiter. Und so entwickelt sich die Geschichte. Und manchmal schafft man die Geschichte durchzuspielen, manchmal nicht. Und das finde ich sehr gelungen. Ich kann nur sagen, Korax Games hat hier alles richtig gemacht, denn
das ist ein Kriterium von einem Spiel, das ich nicht mehr missen möchte. Es hat wirklich für mich was Neues eröffnet und ich denke auch, App-Spiele hin oder her, das wird nicht aufhören. Ich denke, da wird noch eine ganze Menge kommen. Innovativ und voller Ideen werden die Leute mit dem Handy hier arbeiten oder ja, mal was ganz Neues entdecken. Ich bin gespannt, wo die Reise hier hingeht, aber hier ist sie auf jeden Fall schon mal sehr gut gestrandet. Ja, der andere erste Platz liegt einfach im Auge des Betrachters natürlich. Ich habe auch viele gehört, die Pandemic Legacy Season 2 nicht so gut fanden. Manche habe ich auch gehört, die gesagt haben, Season 1 war einfach interessanter und Nummer 2 war ganz leicht. Zu meinem Verständnis und warum es auf dem Platz 1 gelandet ist, liegt einfach daran, wir haben eine Spielgruppe gehabt oder beziehungsweise dann damit so das eingeläutet. Wir hatten schon ein paar Wochen gespielt mit zwei Freunden von uns, aber wir haben uns immer so sporadisch dann mehr oder weniger getroffen und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, ich habe Pandemic Legacy Season 2 da liegen. Wollen wir nicht mal probieren? Ja, haben wir gemacht. Und es waren Freitage, wo wir uns getroffen haben, die sowas von erlebnisreich waren. Denn man hat hier einfach Packungen, die geschlossen sind und man weiß nicht, was da drin ist. Und man muss sie irgendwann, wenn die Karten es sagen, aufmachen und dann Spielsteine rausholen und das ganze Spiel erweitern, dass es halt wirklich eine Storyline nimmt, wie in einem. Ja, wie in einer Serie, würde ich sagen. Ja, der erste Teil der Serie geht um Vampire und man hat es nun geschafft, sie endlich zu verdrängen. Da kommen dann die Werwölfe. Und hier hat man das nicht in diesem Setting natürlich, aber in einem sehr coolen Setting, denn es geht um Pandemie, es geht um Seuchen und wie man es schon sieht auf dem Plan, es ist so gekommen, wie man es dachte, die Welt ist mehr oder weniger zerstört und wir leben alle auf dem Wasser. Und nun erkunden wir nacheinander Jahr für, also ein Jahr spielen wir, also Monat für Monat erkunden wir, wie weit wir kommen und wo noch Gebiete sind, die wir ja, zeigen können. Und dann klebt man Sachen auf, man macht das Dossier auf, man hat so viele tolle Sachen und Erlebnisse, dass ich aber auch sagen muss, wenn das Spiel vorbei ist, bin ich auch froh. Also ich war wirklich froh. Ich wollte nicht mehr. Ich war wirklich satt. Ich wurde gesättigt bis zum Äußersten. Und wir haben es nicht geschafft. Obwohl wir die letzten 3 Monate wirklich gut durchgerannt sind, haben wir den November gerade so geschafft und den Dezember leider nicht. Aber ich sag euch gleich, in unserem zukünftigen Spielzimmer werden die toten Charaktere ja, wertgeschätzt und kommen an die Wand. Denn hier hat man ein Setting wirklich wie aus einem Rollenspiel und das ist unschlagbar. Ich werde es niemals vergessen, die Freitagabende mit unseren Freunden an diesem Spiel zu sitzen und versuchen, die Welt zu retten. Ja, zwei Spiele, die wirklich so krass unterschiedlich sein können. Hier kooperativ, nehmt noch zwei Leute mit dazu und ihr habt ein coolen Spieleabend. Zusätzlich kommen immer wieder also neue Settings, neue Erweiterungen, neue Karten. Irgendwann spielt es mal vielleicht auch in der Zukunft und man hat wieder was Neues entdeckt. So ist Chronicles of Crime einfach ein toller Spieleabend, wo man wirklich nachdenken muss und wo man auch irgendwann das Spiel einfach beenden kann, Fragen beantwortet und dann sagt, so ist der Fall gewesen, herzlichen Glückwunsch, wir haben gewonnen und dann seht ihr, eieiei, das war vielleicht nicht ganz so richtig. Und hier haben wir Pandemic Legacy. Das muss man mit den gleichen Leuten durchspielen. Dann macht es richtig, richtig viel Spaß. Und man muss natürlich bereit sein, Material auch zu zerreißen, denn das war am Anfang echt schwierig für meine Freunde, irgendwas zu zerreißen. Nachher war es sogar, komm, ich will zerreißen. Also, das waren meine ersten Plätze. Das war's, ja, meine Top 2018, direkt vor dem Geburtstag von meinem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe,
ihr hattet auch Highlights 2018, irgendein Spiel, was ihr irgendwo besorgt, kaufen, geschenkt bekommen habt. Und wenn ja, schreibt es mir unter die Kommentare, was hat euch am meisten begeistert? Und ja, ich bin gespannt. Also ganz ehrlich, wir sind ja sowieso immer so, dass wir manche Sachen gar nicht so cool finden wie andere. Aber ich bin trotzdem gespannt natürlich, was findet ihr besonders gut? Und wenn ihr natürlich wollt und noch nicht rezensiert wurde von mir, könnt ihr euch natürlich von den Top 6 jetzt auch was aussuchen oder so. Schreibt einfach in die Kommentare, was möchtet ihr nochmal ganz explizit sehen? Was soll ich euch nochmal besonders hervortun, zeigen, aufbauen, damit ihr so einen richtig schönen Einblick habt? Vielleicht wollt ihr es dann auch mal kaufen. Ja, also, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Natürlich nicht. Es kommen immer wieder Videos, aber zu den Top 2019 werden wir uns erst nächstes Jahr wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es sehr lang war. Mir hat es gefallen und ja, ein Daumen hoch, ein Abo, sagt anderen Bescheid, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, ein erfolgreiches Jahr mit Spielen auf jeden Fall und alles andere auch. Euer Tigurion. Macht's gut.